Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind hier mit Kaiserin Asina in einem Grab gelandet und sollen jetzt hier einen Weg hinausfinden. Und ganz nebenbei sollen wir noch ein paar Relikte scannen und beschaffen. Ja, das machen wir auch nach und nach natürlich. Die alten Sith Lords werden auf Drom und Kaas verehrt. Doch wenn wir voranschreiten wollen, müssen wir die alten Gewohnheiten hinter uns lassen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich kann eure Skepsis verstehen. Doch ich werde mich euch schon bald als würdig erweisen. Ja, wir müssen ja auch mit dem Scanner immer mal so ein paar Sachen scannen, damit wir dann auch wissen, wohin wir müssen. Okay, das war ein weiteres Relikt. Hier sind noch ein paar. Ist halt die Frage, wie wir da reinkommen. Also da sind auf jeden Fall Druckplatten, die können wir aber nicht scannen, weil hier halt das Tor davor ist. Gut, gehen wir erstmal weiter runter. Ein Relikt fehlt uns jetzt noch. Da ist was. Könnten das die letzten Relikte sein? Schauen wir uns das direkt mal an. Klingenständer. Bonus, platziere die Klinge im Regal. Und platziere das Steinrelikt im Sockel. Wir gucken mal, können wir das nochmal benutzen? Okay, das hat schon mal geklappt. So, und welcher Sockel ist gemeint? Das ist die Frage der Fragen. Ja, wir müssen scheinbar nochmal nach oben. Da fehlt noch irgendwo was. Ah ja, hier oben. Okay, damit öffnet sich dann hoffentlich gleich das Tor hier. Untersuche den Inhalt des Raumes. Okay, natürlich eine Falle. Natürlich. Ich brauche Hilfe. Sofort. So, Druckplatten, Druckplatten, Druckplatten. Können wir hier noch was scannen? Nö, wir haben hier tatsächlich nur die Druckplatten. Okay. Dann schauen wir mal. Resonanzenergie. Damit haben wir dann das letzte Relikt und haben gleich zwei Bonusmissionen abgeschlossen. Jetzt kommt das Ganze hier nochmal. Mal, ob wir den Schaden ein bisschen eingrenzen können. Dieses Relikt füllt deine Energievorräte auf. Eine wichtige Fähigkeit. Kostet sekundenlang keine Ressourcen und hat keine Abklingzeit. Ja, ich glaube nicht, dass wir das unbedingt brauchen werden. Oh, Kaiserin ist tot. Können wir auch ganz einfach wiederbeleben. Dann müssen wir nicht wieder in den Raum zurück. So, und die heilt uns jetzt ganz nebenbei. Gut, dann können wir uns jetzt ausschließlich um den Weg nach draußen kümmern. Oh, schöne Statue hier. So, hier haben wir sogar noch einen Sanitätsdienst-Druide. Falls wir doch mal irgendwas verkaufen oder reparieren müssen. Die sind immer überall verteilt. Oho. Wisst ihr nicht, dass es unhöflich ist, mich bei einem Sturm wie diesem herzurufen? Wir sollten den Weg einfach hinter uns versiegeln und euch für immer da drin einsperren. Das ist keine Option. Saresh will die Leichen. Keine Leichen, kein Bonus. Ihr widert mich an. Ihr habt euch also dafür entschieden, nicht mehr vor Asina, sondern stattdessen vor Saresh zu kriechen. Ihr seid jämmerlich, Lormann. Es heißt Minister, Lormann. Und ich gehorche Saresh nicht. Wir sind Partner.
Dann teilt ihr ihr Schicksal. Ihr werdet sterben, genau wie sie. Ihr hättet aufgeben sollen, Lohmann. Das ist nicht Lohmanns Entscheidung. Die Geno-Haradan bringen ihren Job immer zu Ende. Doch, dieses Mal nicht. Und den Minister kriegen wir auch noch. Es ist so schwierig, würdige Gegner zu finden. Aber so amüsant, sie zu erledigen. Ich habe sie direkt zu euch gebracht. Jetzt erledigt sie! Können das ja mal aktivieren, ja. Okay, wird ein längerer Kampf. Drei goldene Gegner. Ist für uns aber trotzdem kein Problem. Denn wir sind Nitarius. Den haben wir schon ganz gut runtergehauen. Dem folgen wir auch mal direkt. So, auch Kaiserin Arsina hält ganz tapfer durch. Und Minister Lohmann versteckt sich da hinten. Aber wir haben ihn schon gesehen. Nach dem Kampf werden wir uns um dich kümmern, mein Lieber. Machen wir den erstmal K.O. Der Anführer hält doch ein bisschen mehr aus. Und der hier nervt mich ganz schön. Auf ihn mit Gebrüll! Ja, wir könnten natürlich auch aus dem Feuer rausgehen. Aber müssen wir das, Leute? Ich glaube nicht. So viel Blut. Da haben wir es. Komm mal her, du Kleiner. Komm mal her. Zurück! Ich habe eure Freunde als Geiseln genommen. Wenn mir etwas passieren sollte, sind sie tot. Hier ist Minister Lohmann. Lasst mich mit den Gefangenen reden. Von wem Gefangene? Oh, hallo, Lohmann. Mehr habt ihr nicht geschickt, um uns gefangen zu nehmen? Ich bin ein wenig beleidigt. Ich habe den ganzen Spaß verpasst. Ihr habt ohne mich mit dem Massaker angefangen. Ihr könnt euch doch nicht den ganzen Spaß lassen. Es ist schön, eure Stimme zu hören. Ich wusste, dass ihr nicht tot seid. Ich habe nicht eine Sekunde daran geglaubt. Ich vernichte Saresh. Saresh hat versucht, mich zu töten. Es wird Zeit, dass ich mich dafür revanchiere.
Versprecht mir, dass ich zusehen darf. Zaresh will die Allianz, Commander. Sie befindet sich in diesem Moment auf Odessen. Haltet sie auf. Ich bin unterwegs. Ihr seid so, jetzt zu dir. Soll ich den Verräter hinrichten oder möchtet ihr es tun? Warum nicht wir beide? Ich schlage vor, wir töten ihn gemeinsam. Keine Einwände. Ja, die Kaiserin gefällt mir. Ganz nach unserem Geschmack. So, nimm Lormanns Fähre. Können wir hier noch irgendwas plündern? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann machen wir uns nach draußen auf. Und sind doch diesem Grab hier nochmal entkommen. Welch ein Glück. Und es regnet immer noch. So, keine weiteren Wachen. Das haben wir überstanden, Leute. Ein weiteres Attentat auf uns und die Kaiserin. Zurück auf Odessen. Warten wir auf die Zwischensequenz. Wenn sie denn noch startet. Oder hat sich jetzt aufgehangen? Nee, er startet. Okay. Mitglieder der Allianz, wie viele von euch schon gehört haben, ist euer Kommandant tot. Es liegen dunkle Zeiten vor uns, aber fürchtet euch nicht, ich kann euch ein leitendes Licht in der Finsternis entzünden. Von wegen tot. Ich muss also davon ausgehen, dass ihr alles wisst. Ja. Ich fasse das als ein Ja auf. Aber es spielt keine Rolle. Die Allianz braucht eine Anführerin wie mich. Ich habe eine Gelegenheit gesehen und sie ergriffen. Dafür werde ich mich nicht entschuldigen. Für Entschuldigungen ist es längst zu spät. Was machen wir jetzt mit ihr? Ich gehe davon aus, dass ihr mich hinrichtet. Das ist, was Valen tun würde. Das ist, was ich tun würde. Okay, Hinrichtung also. Und es ist genau das, was ihr verdient. Tja, merkt euch das, Leute. Wer uns hintergeht, endet so. Ist es falsch, wenn ich sage, dass ich es genossen habe? Kaiserin Asina wartet auf eure Nachricht, Commander. Wir treffen euch in der Kommandozentrale. Alles klar. Ja, wieder in heimische Gefilde. Wir gucken mal. Ja, wir sollen tatsächlich in die Kommandozentrale. Ich habe nie an euren Tod geglaubt, Commander. Nicht mal für einen Moment. Einem Betrüger spielt man nicht so leicht etwas vor. Was? Ach ja, da hast du recht. Sollte euch jemand wegen einer Lebensversicherung kontaktieren, die in eurem Namen ausbezahlt wurde, ich weiß nicht, was die Allianz ohne euch tun. Sagt einfach, ihr kennt mich nicht, okay? Ich bin so froh, dass es euch gut geht.
Ich kann nicht glauben, dass ich beinahe auf Sareshs Lügen reingefallen wäre. Willkommen zu Hause, Commander. Ja, es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Wir gehen jetzt aber erstmal hoch zur Kantina und lesen unsere Briefe mal. Die wollen wir auch natürlich wieder loswerden. Wir wollen gucken, ob wir nicht ein paar Sachen wieder geschenkt bekommen haben. Und auch über die Briefe wird die Story natürlich so ein bisschen mit Hintergrundinformationen gefüllt. Das machen wir mal, bevor wir die nächste Mission starten. So, Teron Shan, die Gimini-Droiden. Ich habe diese Übertragung von einem der Schiffe der ewigen Flotte abgefangen. Scorpio hat wohl gewusst, was sie macht. An alle meine Schwestern. Uns wurde ein großes Geschenk gemacht. Das erste Mal in unserer Existenz können wir frei über unsere Zukunft bestimmen. Viele von uns haben sich entschlossen, Sakul zu verlassen, zu entdecken, zu reisen, einfach zu sein. Ich kritisiere diese Wahl nicht, aber viele von uns wollten bleiben. Die Großmutter, die uns befreit hat, ist noch nicht fertig. Unsere Befreiung war nur der erste Schritt in einem viel größeren Plan. Ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber ich glaube, es wird unsere Vorstellung übertreffen. Wir hoffen, dass sich manche von euch anschließen werden, aber wir verstehen, wenn ihr euch anders entscheidet. Ich werde weiter dem ewigen Thron und der neuen Kaiserin dienen, treu und ergeben, solange Scorpion an ihrer Seite ist. Ja, alles klar. Arkan auf freien Fuß von Lana Beniko. Der Tod der Mutter würde bei den meisten zu blinder Wut und starken Reaktionen führen. Senjas Ableben hat bei Arkan aber den gegenteiligen Effekt gehabt. Es gibt Berichte, dass der gefallene Imperator in den Ruinen von Korriban und den Sümpfen von Sakul gesehen worden ist, aber keine dieser Sichtungen konnte bestätigt werden. Nur eine Sache ist sicher, allein und verwundet muss Arkan erst neue Kraft schöpfen, bevor er uns wieder angreifen kann. Wir müssen wachsam bleiben, sollten wir nachlässig werden, hat er bereits gewonnen. Sanarei bedankt sich. Ich danke euch, die Voss danken euch. Ich sprach einst mit euch über meine Vision, über die Notwendigkeit, Voss zu verlassen und einem Fremdling zu folgen, in einem Krieg zu kämpfen. Heute ist meine Bestimmung klar geworden. Ich habe Voss verlassen, um euch zu helfen, und durch euch wurde Voss gerettet. Doch nicht alles ist bekannt. Nach dem Kampf hatte ich eine weitere Vision. Ein Drache umkreiste einen Thron, von dem eine Frau und ein Mann zusammengesackt lagen. Als eine zweiköpfige Figur sich näherte, verwandelten sich die Frau und der Mann zu Asche und der Drache verschwand. Seid vorsichtig, Commander. Visionen sind niemals Zufall. Und Aigo, Einsatzbericht, die Verteidigung von Voss. Einen Tag vor dem Angriff trafen die Allianzagenten Teron Shan und Sanarei auf Voss ein. Sie sollten dort einen Informanten treffen, der behauptete, Details über den Aufenthaltsort von Arkan zu haben. Leider verhinderte der Überraschungsangriff des ewigen Imperiums das Treffen und führte zu einer weltweiten Panik. Der Informant versteckte sich oder starb, doch seine Aktionen hatten unabsichtlich dazu geführt, dass die Allianz auf Voss schon früh Fuß fassen konnte. Shan sorgte mit seiner Meldung dafür, dass die Allianzflotte auslog und in Rekordzeit bei Voss eintraf, um den Planeten zu verteidigen. Unsere Schiffe waren in der Unterzahl, aber wir konnten die ewige Flotte erfolgreich angreifen. In der Zwischenzeit führte der Allianzkommandant einen Stoßtrupp auf einer gestohlenen Sarkul-Fähre an. Als eine von Valens Einheiten getarnt, durchbrach er die Blockade und landete in der Hauptstadt von Voss, um die Bodenoffensive zu leiten. Das Cis-Imperium brachte die letzte Unterstützung, die wir brauchten. Unter dem Kommando von Kaiserin Asina vertrieben ihre Schiffe die angeschlagene ewige Flotte und die Schlacht um Voss endete mit einem Sieg für die Allianz. Empfehlungen: Allianzpatrouillen im Outer Rim verstärken, Voss drängen, zur eigenen Sicherheit der Allianz beizutreten, Anzahl der kampfbereiten Allianzstreitkräfte verdoppeln, um unsere Reaktionszeit bei Valens nächsten Schlag zu verbessern. So, Tora erzählt uns doch mal etwas über den Aufenthaltsort der Gravestone. Kors Verrat hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich hatte sogar erwartet, dass dieses Huttenherrn sein geliebtes Schiff irgendwann stiehlt, und darum hatte ich an der Gravestone einen Sender angebracht. Das Problem ist nur, dass Captain Langfinger das Gerät entdeckt hat, bevor ich genau ermitteln konnte, wo er steckt. Aber ich konnte an ein paar Informationen kommen.
Die Gravestone hat den Hyperraum bei Balmora verlassen, bevor das Signal des Senders erloschen ist. Ich habe mich bei einem Freund auf dem Planeten gemeldet und er meinte, ein Schiff, das zur Beschreibung der Gravestone passt, hat ein Schiff der ewigen Flotte aus dem Himmel gejagt. Dann hat er ein paar Flüchtlinge aus dem Dorf aufgenommen, das die Flotte zerstört hatte. Sieht so aus, als würde unser Fliegerast den Helden spielen. Das wollte er ja immer schon. Meine Meinung dazu, haltet die Augen offen nach Leuten, die in Nöten sind. Dort werdet ihr ihn finden. Und Lana Bennico, immer noch kein Glück. Es tut mir leid, Commander, ich habe Sender selbst zur Allianz gebracht, aber ich konnte nicht wissen, dass sie sich gegen uns wenden würde. Was geschehen ist, ist geschehen, doch ich will es wieder gut machen. Ich habe jedes mir zur Verfügung stehende Mittel genutzt, um Senjas Schiff zu finden. In den Landeberichten aller großen Planeten ist nichts. Patrouillenschiffe bei den Kernwelten und im wilden Raum haben nichts gesehen. Sie ist einfach verschwunden. In einer perfekten Welt hätte euer Schuss sie alle zerstört, aber ich weiß gut genug, dass nichts perfekt ist. Ich höre mich weiter nach den möglichen Spuren um und ich verspreche euch, dass ich Arkan und seine verräterische Mutter finden werde. Ja, das war, bevor wir die auf Vos gefunden haben. Teronshan, Valen hat keine Zeit verschwendet. Bürger von Sakul, ihr seid hiermit eingeladen, die Hohlübertragung zur Krönung von Kaiserin Valen, unserer großartigen neuen Herrscherin, zu verfolgen. Seht, wie sie den ewigen Thron besteigt und für Sakul ein neues Zeitalter der Stärke und des Wohlstandes beginnt. Die Übertragung beginnt direkt beim Sonnenuntergang und wird auf dem zentralen Platz aller Bezirke ausgestrahlt. Wie immer werden Transportmittel und Jubelutensilien bereitgestellt. Nach dem großen Ereignis wird ein Festival veranstaltet. Bitte beachten, die Anwesenheit ist verpflichtend. Ja, und Algo schreibt uns nochmal zum Thema Verstärkung. Seit dem Ende der Schlacht landet auf Odessen ein Nichtenden, wollen der Strom von republikanischen und imperialen Schiffen. Sie wollen alle der Allianz beitreten und zur Abwechslung mal etwas Gutes für uns tun. Wir haben die Größe unserer Flotte nahezu verdoppelt und ich bezweifle, dass dies der letzte Ansturm neuer Rekruten war. Normalerweise würde ich zur Vorsicht raten, schließlich sind es ja Überläufer, die sich uns anschließen. Aber was heißt das schon aus dem Mund dieses Überläufers von der Republik? Ich schlage vor, wir nehmen jede Hilfe an, die wir bekommen. Wir brauchen sie sicher, wenn wir Valen angreifen wollen. Es war schon hart genug, die Imperialen und Republikaner davon abzuhalten, sich an die Kehle zu gehen. Ich schätze, alte Gewohnheiten wird man nur schwer wieder los. Ihr seid zum Glück das, bei dem sich alle einig sind. Jetzt, wo alle gesehen haben, wie ihr Arkan ausschaltet, werden sie euch überall hin folgen. So, und Hilo Visk hat nochmal eine Gemini-Sichtung gehabt. Ich habe überall meine Augen und ein Freund hat mir gerade eine sehr interessante Geschichte erzählt. Er meinte, er war gerade auf Hoss, um im Raumschifffriedhof etwas zu plündern, als er dieses ohrenbetäubende Brüllen hörte. Plötzlich landete ein Kriegsschiff der ewigen Flotte auf dem Eis, gerade mal einen Kilometer entfernt. Nach ein paar Minuten öffnete sich die Luftschleuse und ein Druide tritt heraus. Dann starrte er auf die Eiswüste, eine Stunde lang einfach nur auf die Landschaft. Dann geht der Druide wieder rein und das Schiff hebt ab. Das war alles. Mein Freund kann sich irgendwie keinen Reim darauf machen und ich auch nicht. Das ist schon sehr unheimlich. Ja, wir wissen natürlich, was dahinter steckt. Dass die Gemini-Druiden jetzt ein eigenes Bewusstsein haben und vermutlich hat dieser Druide einfach mal diese Eislandschaft genossen. Gut, Leute, damit sind wir am Ende der Folge auch schon wieder angelangt. Wir werden in der nächsten Folge uns dann um die nächste Mission hier kümmern. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Also bis dahin.